Die Los Angeles Lakers haben trotz eines Triple-Doubles bei den Atlanta Hawks eine unnötige Niederlage einstecken müssen. Im Kampf um die Playoffs im Westen ist dies ein herber Rückschlag. Die New Orleans Pelicans kassieren in heimischer Halle eine böse Pleite, wobei Anthony Davis das vielleicht schlechteste Spiel seiner Karriere hinlegt. Autsch, trotz eines Triple-Doubles von LeBron James 28 Punkte, 11 Rebounds, 16 Assists, haben die Lakers bei den Hawks eine unnötige Niederlage einstecken müssen. Dabei erzielten die Gastgeber in den letzten 6 Minuten nur noch 7 Punkte, doch die Lakers warfen in der Schlussphase einen Backstein nach dem anderen und gingen deswegen als Verlierer vom Feld. Zu Beginn waren die Hawks dagegen brandheiß und fingen vor allem aus der Distanz Feuer. Im ersten Viertel versenkte Atlanta 10 Dreier und stellte damit den Franchise-Rekord ein. Im weiteren Verlauf kühlten die Hawks aber dramatisch ab und trafen nur noch 6 der nächsten 25 Versuche. Knapp 2 Minuten vor dem Ende traf aber Taurian Prince einen extrem wichtigen Dreier und wenig später verwandelte der starke Trae Young 22-6-19-14 Assists ein 3-Punkt-Spiel gegen Games, was den Sieg sicherstellte. LeBron verkürzte zwar noch einmal auf 3 Zähler, doch Rookie Kevin Huerter verwandelte 4 Sekunden vor Schluss einen seiner 2 Freiwürfe, was den Gastgebern ausreichte. Neben Young war John Collins 22-8-15 der beste Scorer der Hawks, auch wenn dieser mit Foul-Problemen zu kämpfen hatte. Für die Lakers erzielten Kyle Kuzma und Brandon Ingram je 19 Zähler. Moritz Wagner bekam in der ersten Halbzeit gute 5 Minuten Einsatzzeit, in denen ihm ein Steal und ein Rebound gelang. Seinen einzigen Wurf, ein Dreier, setzte er jedoch daneben. Nach dem Wechsel kam der Deutsche aber nicht mehr zum Einsatz, obwohl JaVale McGee schon früh im dritten Viertel 4 Fouls begangen hatte. Philadelphia 76-36-21, Boston Celtics 36-21, 109-112, Memphis Grizzlies 23-35, San Antonio Spurs 33-26, 107-108, nachdem Marc Gasol nach Toronto getradet wurde und Mike Conley wegen einer Krankheit fehlte, wurde Rookie Jaren Jackson Jr. erstmals als letzter von der Starting Five vorgestellt, doch es wurde ein gebrauchter Abend für den jungen Big Man. JJJ erzielte nur 9 Punkte, 2/7 FG und hatte kurz vor dem Ende die Chance, von der Freiwurflinie das Spiel in die Verlängerung zu schicken. Jason vergab jedoch den ersten Versuch und musste dann absichtlich daneben werfen, versenkte den Freebie aber mit Brett, so dass San Antonio die letzte Sekunde nur noch herunterdribbeln musste. Dass die Grizzlies überhaupt eine Chance auf den Sieg hatten, lag an der Gala von Avery Bradley. Der Guard war erst zur Deadline von den Clippers nach Memphis gekommen und legte ein Career-High von 33 Punkten, 15/21 FG, auf. Auch die andere Neuerwerbung, Jonas Valanciunas, konnte mit 23 Punkten und 10 Rebounds von der Bank kommend überzeugen. San Antonio hielt aber dank zweier Komponenten dagegen, Dreier und Transition. Die Spurs versenkten satte 62% aus der Distanz, 13/21 Dreier und erzielten zudem 28 Zähler im Fastbreak. Patty Mills 22 alleine verwandelte 6 Distanzwürfe und war damit neben LaMarcus Aldridge 22 und 11 Rebounds der beste Scorer der Gäste. Treffsicher waren zudem Rudy G. 15, 2/3 Dreier und Davis Bertens 17, 4/4 Dreier, während Jakob Poeltl in knapp 13 Minuten ohne Punkte blieb 0 halbe. Der Österreicher griff sich aber immerhin 5 Rebounds und verbuchte ein Steal. New Orleans Pelicans 25-33, Orlando Magic 26-32, 88-118, was für eine Abreibung für New Orleans, und das obwohl All-Star Anthony Davis auf dem Feld stand.
Doch der Big Man spielte eines seiner schlechtesten Partien seiner Karriere und blieb in Halbzeit 1 komplett ohne Field Goal, was für ordentlich Missmut im Smoothie King Center sorgte. Am Ende standen in 24 Minuten gerade einmal 3 Punkte, 1/9 FG, 6 Rebounds und immerhin 3 Blocks. Das Debakel bahnte sich bereits im ersten Viertel an, als New Orleans 11 Minuten brauchte, um überhaupt 10 Punkte auf die Anzeigetafel zu bringen. Die Gäste aus Orlando hatten da schon knapp 40 und Jonathan Isaac, nicht unbedingt als Scorer bekannt, hatte mit 16 Zählern nach 12 Minuten nur einen Punkt weniger als das komplette Pelicans-Team erzielt. New Orleans erholte sich davon nicht mehr und ließ die Demontage fast ohne jeglichen Widerstand über sich ergehen. Nikola Vucevic ragte dabei mit 25 Punkten, 10/18 FG und 17 Rebounds bei den Gästen heraus, aber auch Aaron Gordon, 20, Evan Fournier, 22, und Isaac, 20, Career High, konnten überzeugen. Die Pelicans wurden bei gerade einmal 38% aus dem Feld gehalten, zwischenzeitlich führten die Gäste mit bis zu 31 Punkten. Die besten Spieler der Pelicans waren noch Edwan Moore, 19, Jade Ewe-Holiday, 16, 6 Assists und Julius Randle, 15, doch vom Rest kam fast gar nichts, weswegen die Pels gerade einmal 88 Punkte erzielten. Golden State Warriors, Utah Jazz.